Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 12. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga. Hier im Königpalast sehen 4.444 Zuschauer eine 1:2 Niederlage der Krefeld Pinguine gegen die Iserlohn Roosters. Die Strafzeitverteilung 12 Strafminuten auf Seiten der Pinguine, 14 auf Seiten der Roosters. Das bedeutet 0 von 7 bei den Überzahlen aus Sicht der Pinguine und 1 von 6 aus Sicht der Iserlohn Roosters. Jari Pasan, der Trainer der Gäste bei uns. Schönen guten Abend, Glückwunsch zum Erfolg. Und Luca Duno, Trainer der Krefeld Pinguine. Beide bitten wir um das Statement. Herr Pasan, Ihr Statement bitte. Ja, hallo zusammen. Wir sind hierher gefahren mit großem Respekt. Wir haben die Spiele geguckt, Mannheim und Wolfsburg, wo Krefeld sehr, sehr gut gespielt hat. Meiner Meinung nach, die Mannschaft hat irgendwas geändert. Wir haben das aber jetzt studiert, was sie geändert haben. Und die zwei Spiele waren sehr, sehr gut und sehr gut strukturiert. Und Top-Spiele von Krefeld. So sind wir hierher gefahren. Vielleicht habe ich zu viel Informationen an meine Spiele gegeben, weil wir waren ein bisschen, ich würde nicht sagen paralysiert, aber ein gewisser Spielfluss ist nicht stattgefunden. Sicherlich Krefeld hat auch heute gut gespielt. Und war ein komisches Spiel irgendwie. Sicherlich viele Strafzeiten haben auch dazu beigetragen, dass dieser Spielfluss gewählt hat. Aber ab und zu hat man Glück und wir hatten heute Glück. Krefeld war die bessere Mannschaft heute. Unser Torwart unglaublich geleistet wieder. Und Serie und das Spiel war gut. Alles gegeben, Schüsse geblockt. Da muss ich gut vorziehen, da haben wir gut gemacht. Aber spielerisch war heute nicht das, was wir spielen wollten. Und deswegen, ich bin ein glücklicher Trainer heute, dass wir 3 Punkte gehabt haben. So ist es manchmal. Manchmal gewinnt man, obwohl das vielleicht nicht verdient hat, aber heute war so der Fall. Danke. Sehr ehrliche Analyse, danke Jari Pasanen. Ricardo, noch dein Statement zum Spiel. Ja, danke schön. Guten Abend zusammen. Congratulations, Jari. Beide Mannschaft sehr gut defensiv Spiel. Beide Mannschaft gut mit Systems. Beide Mannschaft sehr gut. Ubersol was klar, aber kein Tor. Ja, der Einsatz war unglaublich heute. Ich denke 56 Schuss für unsere Mannschaft, 26 Schuss gegen. Das ist schwer, aber wenn man es gefeindet wird für gewinnen ein Heimspiel, die Fans waren, die Unterstützung sehr gut. Wir gelernt, aber DEL muss gewinnen. Und Iserlohn, gute Mannschaft, gute Torwart und nicht 3 Punkte heute, aber ich bin stolz auf unsere Mannschaft heute. Dankeschön und Dankeschön Fans für die Unterstützung. Dankeschön, Luca Duno. Es wird fleißig notiert. Traut sich auch jemand eine Frage zu stellen? Dann gibt es tatsächlich eine. Bitte schön. Rick, Valentine was a forward in the first third. Was that on intention or was it? Absolutely. Sehr gut, es gab die Frage nach Scott Valentine, der im ersten Drittel als Stürmer agiert hat. Absolutely. I thought we were okay in the first 10 minutes, but we have a specific line that has a certain job to do, and they weren't doing it. And Scott Valentine's played forward before, and I threw him up there, and he did the job that he needed to do to create a forecheck and get something going, not to take a penalty. But yeah, there's certain people that need to do better right now at this point in time. That's just it, cut and dry. Ohne Namen zu nennen, aber Rick Adorno hat gesagt, Scott Valentine hat schon mal Stürmer gespielt, deswegen hat er ihm auch die Verantwortung dort übertragen, die andere an sich hätten übernehmen sollen. Und das hat er bis dahin auch ganz gut gemacht. Weitere Fragen aus Sicht der Medien, bitte. Zwei Situationen, Jari. Zum einen die Strafzeit gegen Marco Friedrich in 2+2, als sich da vor eurer Bande mit dem Collins die Haut freileiste und der Bandencheck von Marc Jörg zum Ende des Spiels. War das unnötig oder? Frage geht es nach der Doppelstrafe gegen Marco Friedrich und dem Bandencheck von Marc Jörg. Okay, Marco ist ein junger Spieler und junge Spieler machen manchmal Fehler. Es war ein langer Wechsel. Er hätte, wenn er über die Rot war mit der Scheibe, hätte die Scheibe tief spielen müssen und zum Wechsel kommen müssen. Ist nicht passiert, die Scheibe ist hängen geblieben, kriegt er einen Check und dann verliert er seine Nerven. Ich hoffe, dass der junge Spieler daraus was gelernt hat.
Es ist leicht jetzt für mich zu reden, weil wir das Spiel gewonnen haben. Wenn wir das Spiel verloren hätten, wenn wir da ein oder zwei Gegentore kassiert hätten, ich glaube, der Trainer wäre jetzt nicht ganz so ruhig. Aber ich hoffe, dass der junge Mann tatsächlich was gelernt hat. So was darf nicht mehr passieren diese Saison für Mario Friedrich. 2+2, völlig gerecht. Collins ist auf der Vierer auf dem Eis und er fängt dann den zu vermöbeln. 2+2, völlig in Ordnung. Mike York, Bandcheck. Es ist 2 Minuten. Er sieht Nummer, er wollte checken, der Spieler dreht sich, Bandcheck, 2 Minuten, auch völlig korrekt. Weitere Fragen aus dem Bund? Das ist nicht der Fall. Wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Sonntagabend. Für die Pinguine geht es hier im Königpalast weiter. Kommenden Freitag, 23. Oktober, gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen natürlich einen guten Nachhauseweg, schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Dankeschön für den Besuch und tschüss.